Was wollen Sie von mir? Ihre Vergangenheit. Sie begeben sich jetzt in den Animus. Was Sie gleich sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen Ihres Vorfahren, der seit 500 Jahren tot ist. Warten Sie! Willkommen bei der spanischen Inquisition. Es scheint ihn wirklich zu geben. Den Fluch, der auf Computerspielverfilmungen lastet. Wie lässt sich sonst erklären, dass Assassin's Creed trotz einer so großartigen Besetzung so daneben geht? Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons können die Langeweile nicht überspielen. Glückwunsch, ihr seid im Begriff, die schlimmste Verführerin ganz Englands zu empfangen. Entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze. Oh, was für ein wunderschönes Familienbild. Wenn man sie im hautengen Lack- und Leder-Outfit Werwölfe niedermetzeln sieht, vergisst man es ja gerne mal. Aber Underworld-Hauptdarstellerin Kate Beckinsale kann tatsächlich eine richtig gute Schauspielerin sein, wenn man sie nur lässt. Die herrlich bissige Jane Austen-Verfilmung Love and Friendship ist der beste Beweis. 12 Jahre war ich nicht dort. Familie. Du kannst sie nicht ausstehen, oder? Nein. Es kommt vor, dass man mit Leuten verwandt ist und nicht fühlt, dass sie einem nahestehen. Und die man verlässt. Freiwillig. 12 Jahre lang. Und dann die Idee eines gemeinsamen Essens. Mit diesem Film will Kanada dieses Jahr den Auslands-Oscar gewinnen. Und wenn er nicht gegen Toni Erdmann konkurrierte, würden wir ihm den glatt gönnen. Einfach das Ende der Welt zeigt eine kommunikationsgestörte Familie, die besser kaum besetzt sein könnte. Beatrice, du weißt, dass wir dich hier nicht rauslassen können. Es gelten gerichtliche Auflagen. Ich sagte, Sie sollen mich nicht anfassen. Ich weiß, Sie werden sehr gern anzüglich, aber fassen Sie mich nicht an. Du musst lernen, ein Verhältnis hier zu den anderen Frauen aufzubauen. Einer der schönsten Filme des Jahres kommt ganz zum Schluss. Die Überglücklichen ist eine flammende Ode an das Leben, mitreißend gespielt und inszeniert. Thelma und Louise hätten ihren italienischen Seelenverwandten sicher ihren Segen gegeben.